hatte der Architekt Walter Gropius nicht viel übrig. Deshalb gründete er 1919 eine Kunstschule für neues Design, das staatliche Bauhaus. Bis heute steht das Bauhaus für klare Linien und Funktionalität. Als Lehrer rekrutiert Gropius Künstler wie Paul Klee, Johannes Itten und Wassily Kandinsky. Da Künstler aber in der Regel ausgeprägte Individualisten sind, waren Schwierigkeiten bei der Zusammenarbeit vorprogrammiert. Wie Gropius es geschafft hat, all diese Persönlichkeiten zusammenzuhalten und eine enorm produktive Atmosphäre zu schaffen, erzählt er selbst im ersten Film der dreiteiligen Dokumentation Bauhaus des Süddeutschen Rundfunks aus dem Jahre 1969. In meiner frühen Jugend, sagen wir um 1900 herum, baute man überall in alten Stilen, in Gotik, Renaissance, Barock. Und erst ganz langsam veränderte sich das Bild, namentlich unterstützt durch die neuen technischen Möglichkeiten in Stahl und Beton. Der Deutsche Werkbund bemühte sich, diese neuen Gedanken zu verbreiten. Persönlichkeiten wie Peter Behrens, Adolf Loos, Ludwig Hoffmann in Wien fingen an, neue Gebäude zu zeigen, die eine frische, neue Linie zeigten. Und ich selbst vom Jahre 1910 an habe einige Gebäude errichtet, die Aufmerksamkeit erregten und die eine neue Linie anzeigten. Wie ich aus dem Kriege zurückkam um die Zeit, erschien es mir notwendig, wenn ich meine Ideen weiter verbreiten wollte, eine Schule zu gründen. Und im Jahre 1919, gleich nach dem Kriege, bekam ich die Möglichkeit, zwei Institute in Weimar zu vereinigen, die alte Kunstgewerbeschule unter Van de Velde und die Akademie der Künste, und sie unter dem neuen Namen, das staatliche Bauhaus, zu errichten. Die Idee dieser Schule war, eine Wiedervereinigung aller künstlerischen Tätigkeit, von der Architektur bis zu dem täglichen Gerät. Und eine Vielheit von Talenten arbeitete dort zusammen, mehr in einer Art von Laboratorium als in einer Schule, gegenseitige Beeinflussung der Meister auf die Schüler und umgekehrt. Und diese Art der Schulung hat sich heute in der ganzen Welt verbreitet, namentlich die Methode unseres Erziehungssystems. Das ist unsere Welt heute. Eine Welt neuer Formen. Vor der Skyline New Yorks spürt man die neuen Dimensionen. Geballte Kraft, mutige Architektur, kühne Technik. Symbole unseres technischen Zeitalters, spürbar in Sekunden aus 200 Meter Höhe in New York oder Chicago. 20.000 Menschen arbeiten in einem Haus. Man arbeitet und wohnt längst massenweise. Wir haben uns an diese Vorstellung gewöhnt. Doch diese gewohnten Bilder sind neu, sie sind noch keine 50 Jahre alt. Vor 50 Jahren genau entstand in einer deutschen Provinzstadt eine kleine Schule, die zu dieser neuen Welt entscheidende Bausteine lieferte. Das Bauhaus in Weimar und Dessau. Damals lebten wir noch vorwiegend zwischen Stein, Backstein und Holz. Heute leben wir in Stahl, Glas, Aluminium und Beton. Die neuen Baustoffe prägen unsere Umwelt. Kirchen und Kasernen, Schulen und Fabriken, Rathäuser und Kläranlagen in der Stadt oder auf der dörflichen Wiese, sie alle sprechen die neue Sprache der modernen Architektur. Eine sachliche, funktionelle, dynamische Sprache. Die harte grafische Linie des Stahls, die Klarheit einer Beton- oder Glasfläche, horizontale und vertikale, die nackte Proportion ohne dekoratives Beiwerk, das alles sind die Zeugen des neuen Stils. Zu Beginn dieses Jahrhunderts sah sich der Architekt vor Aufgaben gestellt,
die mit der Formensprache der Vergangenheit nicht mehr zu lösen waren. Ein mühsamer Kampf gegen den trägen Geist der Zeit begann. Heute ist der Kampf so gut wie beendet. Die Pioniere von einst sind berühmt. Ihre Handschrift wird kopiert. Ihre Gedanken, wenn auch für viele noch immer revolutionär, sind allgemeingut geworden. Das moderne Haus steht. Doch hinter der Hülle aus Stahl und Glas hat sich inzwischen mehr verändert, als vielen von uns lieb ist. Die alte Gemütlichkeit ist ausgezogen aus unseren Wohnhäusern und mit ihr der liebevoll handgemachte Gegenstand. Das industriegefertigte Produkt hat seinen Einzug gehalten. Umwelt aus der Fabrik. Alles wird Gerät, alles trägt den Stempel des Maschinengemachten, der Serie, der Funktion. Ein Stuhl ist zum Sitzen da. Eine Tasse zum Trinken, wir wissen es endlich. Künstlerisches Schaffen und funktionelles Denken haben sich versöhnt. Das Haus kann heute, so man es will, ein industriegefertigtes Gesamtkunstwerk sein. Doch bis dahin war ein langer, mühsamer Weg. Er beginnt in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Kohle, Stahl, Rauch und Feuer prägen die Umwelt. Die ersten Fabriken laufen auf Hochtouren. Die ersten Slums wachsen sich zu Vororten aus. Die Industrie marschiert, sie diktiert das Tempo. Die Welt, auf die sie stößt, ist unvorbereitet, gewöhnt, sich langsam fortzubewegen. Die Belle Époque, wie diese Zeit sich selbst nennt, ist weit weniger schön als ihr Name. Alles ist imitiert, alles von gestern und vorgestern. Die Gasanstalt ist eine mittelalterliche Burganlage. Der Hochbahnhof gleicht einem Museumstempel. Das Original ist die Kopie. Die Stadt ist ein bewohntes Museum. Renaissance der Renaissance, Neoromantik, Pseudogotik, Barock und Rokoko, alles noch einmal nachempfunden. Die Atlanten, Hermen und Karyatiden, die die Fassaden schmücken, lügen. Sie sind meist aus Zink und Terrakotta. Nur wo sie teuer sein dürfen, sind sie aus massivem Stein. Seit Jahrhunderten gelten als Architektur lediglich Kirche, Schloss, Museum, Rathaus, Bürgerhaus. Alles andere ist noch nicht architekturwürdig. Da fordert die Industrie ihre ersten Opfer. Hinter dem Museum hockt das Elend. Der Industriearbeiter lebt mit seiner Familie in Hinterhöfen, Kellerwohnungen und vegetiert. Berlin ist mit 2 Millionen Einwohnern die größte Mietskasernenstadt der Welt. Die Menschen aus den Hinterhöfen lernen, die Stadt zu hassen, die sie eben noch mit so viel Stolz und Prunkfassaden gebaut haben. Die Belle Époque ist eine Epoche voll städtebaulicher und gesellschaftlicher Probleme. Die führende Schicht lebt gut und besser, die neue Arbeiterklasse arbeitet für sie und vermehrt ihren Reichtum. Man verschließt vorerst die Augen vor dem Elend und zeigt, was man hat. Das Bürgertum hat seine eigene Moral und seine eigene Kunst. Auch sie gehört zur Staffage, wie das gotische Rathaus oder das romanische Postamt. Und auch sie kopiert. Der Mensch erscheint im Sonntagsstaat, idealisiert, voll Mythos und Pose. Das hat natürlich seinen Grund. Die Industrie hat die Landschaft entvölkert und die Städte versteinert. Die Natur ist in der Eile vergessen worden. Jetzt vermisst man sie und idealisiert sie. Zurück zur Natur wird zum Losungswort. Eine Gruppe französischer Maler nennt sich die Impressionisten und bringt die Natur zurück. Die Maler verlassen ihre Ateliers, stellen ihre Staffeleien im Freien auf und malen das, was sie sehen, in Licht und Farbe aufgelöst. Doch ihr flimmerndes Farbenspiel, ihr höchst privates Zwiegespräch mit der Natur bleibt an der schönen Oberfläche. Die Auseinandersetzung mit den entscheidenden Problemen des neuen Industriezeitalters findet woanders statt. In England, im ältesten Industrieland der Welt. Eisen und Stahl heißen hier die neuen aufregenden Materialien. Entwickelt und erprobt werden sie von Ingenieuren und Fabrikanten. Die Architekten stehen abseits. Die erste Gusseisenbrücke der Welt überspannt schon 1779 in kühnem Schwung den Fluss Severn bei Colebrook Dale. Ohne viel Dekoration, ohne falsch verstandene Architektur. Was man sieht, ist Konstruktion. Andere Brücken folgen.
So harmlos sieht eine Revolution aus. Der Übergang von Stein und Holz zu Eisen und Stahl. Die Form folgt der Funktion. Eine Formel, die später am Bauhaus zum Postulat für jede gestalterische Arbeit wurde, ist bereits hier im äußersten Winkel Englands 140 Jahre früher völlig unbemerkt exemplifiziert worden. Und zwar an Bauten, bei denen es nicht um Architektur, um Schönheit ging, sondern um Zweckmäßigkeit. Ingenieure als Baumeister der Gegenwart und England als Land des großen technischen Abenteuers. Der Mann, der 1851 das erste moderne Glashaus aus Fertigteilen baut, den Londoner Kristallpalast, ist nicht einmal Ingenieur, sondern Landschaftsgärtner, Joseph Paxton. Ein Haus aus 100.000 Quadratmeter Glas in knapp 3,5 Monaten im Londoner Hyde Park erstellt. Der Kristallpalast ist das größte Bauwerk des Jahrhunderts. Hell, dünn und leicht. Das 20. Jahrhundert scheint vorweggenommen. 1936 ist der Glaspalast abgebrannt. Das Palm House in Kew Garden, ein paar Jahre später entstanden, gibt uns heute noch einen Eindruck von der Kühnheit des Gärtners Paxton. Die Besucher, die 1851 zur Weltausstellung nach London kommen, sind überwältigt. Albert, der tüchtige Prinzgemahl, spielte weniger Golf als die anderen Prinzen und hatte sich selbst um die Ausstellung gekümmert. Doch der Kontrast zwischen Innen und Außen, zwischen der logischen Struktur des Glaspalastes und den darin ausgestellten eklektizistischen Produkten ist riesengroß. Möbel und Kunstgewerbe sind schwülstig überladen mit Ornamenten. Das Handwerk ist im Verfall. Das Industrieprodukt ist nicht gestaltet. Handwerk und Industrie wollen nichts miteinander zu tun haben. Damals führte eine englische Lady ihren Sohn, der junge Mann hieß William Morris, durch die Ausstellung. Und als Morris diese Teppiche, Sofas, Lüster und Rokoko-Pianos sah und seine Mutter ihn später fragte, wie er das alles fände, sagte er unaussprechlich scheußlich. Unaussprechlich scheußlich sieht es auch vor den Türen der Weltausstellung aus. Romantische Repetitionen, wo man hinblickt. Stilwiederholung, Kopistenwirtschaft, Wiederauffrischung der Geschichte. Ausschmückung. Das ist immer noch das Hauptanliegen der Architektur. Als nun dieser William Morris 1859 heiraten will, da findet er kein Möbelstück, das er kaufen, und kein Haus, in das er ziehen will. In dieser persönlichen Reaktion eines feinsinnigen jungen Mannes liegt der Beginn der englischen Kunstgewerbereform. Ein Kreis von Malern und Dichtern, Kunsthandwerkern und Architekten revoltiert von nun an gegen die Hässlichkeit des neuen Maschinenproduktes und propagiert die Wiederbelebung alter Handwerkskunst. Das Haus, das sich William Morris von seinem Freund Philip Webb in Bexley Heath bauen lässt, das berühmte Red House, ist, obgleich von historischer Form, ein Protest. Es ist einfach, solide und korrekt, ohne zu imitieren. Die roten Ziegel bleiben unverputzt. Fenster und Türen sind dort, wo sie vom Innenraum her nötig sind. Für die Einrichtung wird jedes Stück eigens entworfen und angefertigt. Morris' Entwürfe, von edlen, einfachen Vorbildern inspiriert, sind sachlich und klar. 1861 entschließt er sich, eine eigene Firma zu gründen. Für Malerei, Schnitzerei, Möbel und Metallarbeiten. Die Kunst hat, nach Morris, seit der industriellen Revolution keine Wurzeln mehr. Die Künstler hüllen sich in Träume von Griechenland und Italien. Wie im Mittelalter aber müsse der Künstler wieder Handwerker werden, denn Kunst ist für alle da. Soweit William Morris' schöne Theorie. In Wirklichkeit sind seine handgemachten schönen Gegenstände aber nur für wenige erschwinglich. Die Reformer kommen aus dem Vorderhaus und entwerfen für das Vorderhaus. Ihr Erzfeind ist die Maschine. Im Gegensatz zum Bauhaus hat William Morris noch nicht den Mut, die Maschine als ein des Künstlers würdiges Werkzeug zu akzeptieren. Sein lebenslanger Kampf gegen die Maschine ist deshalb ein Kampf gegen den Trend seiner Zeit. Sein Beitrag zum neuen Stil aber ist, dass ein Stuhl, eine Tapete, eine Vase, eine Buchseite wieder der Fantasie des Künstlers wert geworden sind. Ein schöner, romantischer Irrtum also, aber ein Irrtum, der die Weiterentwicklung des neuen Stils in England lange Zeit aufgehalten hat. Am
Andere Reformer konzentrieren sich auf das englische Landhaus, in gut gemeinter Absicht, so den Menschen der Industriestädte zu helfen. Sie bauen es in die Abgeschiedenheit, in die Idylle. Noch ein romantischer Ansatz, aus dem die Lebens- und Wohnprobleme der Masse nicht zu lösen sind. Charles Ansley, Francis Voysey vor allem, baut das große englische Landhaus voll Poesie, Handarbeit und Zweckmäßigkeit, mit guten, einfachen Grundrissen, der Landschaft angepasst. Die neuen Baustoffe aber, die bereits erfolgreich für Brücken, Bahnhöfe, Ausstellungshallen und Fabriken verwendet werden, interessieren auch Voysey nicht. Diese Wiederbelebung des englischen Hausbaus ist ein schönes Kunsthandwerk. Zur Lösung der immer drängender werdenden Probleme jedoch ungeeignet. Malt nicht so viel nach der Natur. Kunst ist Abstraktion, mahnt unterdessen ein Franzose namens Paul Gauguin seine Malerkollegen. Seine Bilder, wie die von Cézanne, Seurat, Munch, Van Gogh, haben nichts mehr mit dem oberflächlich wahrgenommenen Augenschein der Wirklichkeit zu tun. Sie sind unbelastet und kompromisslos, ja aufrührerisch. Unbelastet, kompromisslos und aufrührerisch sind auch die Leistungen der Ingenieure auf der Weltausstellung 1889 in Paris. Im Mittelpunkt des Interesses stehen der Eiffelturm und die große Maschinenhalle. Noch spürt kaum jemand ihre künstlerische Qualität. Gustav Eiffel hatte die Konstruktion jener sichelförmigen Stützen, die die Basis des Eiffelturms bilden, bereits an Brücken erprobt. Jetzt baut er darauf einen 300 Meter hohen Turm. Hier in Paris präsentiert sich zum ersten Mal ein Ingenieurbauwerk allein durch die Kühnheit seiner Konstruktion. Die Architekten jener Zeit aber stehen noch immer abseits und wundern sich. Einer von ihnen, Louis Henry Sullivan, kehrt 1876 von der Pariser École des Beaux-Arts nach Chicago zurück, unzufrieden, bereit zu neuen, zeitgemäßen Überlegungen. Zusammen mit anderen, die wir unter dem Namen Schule von Chicago zusammenfassen, baut er riesige Stahlskelettbauten in Chicago, in New York und St. Louis. Die Form folgt der Funktion, sagt Sullivan zum ersten Mal, und ein Gebäude ist von innen nach außen zu planen. Das sind neue, revolutionäre Worte. Dekoration ist Luxus, nicht mehr Notwendigkeit. Sie wird der Konstruktion untergeordnet. Doch auf der Weltausstellung 1893 in Chicago wünscht das allgemeine Volksempfinden die klassische Formschönheit zurück, den Stilbrei der École des Beaux-Arts. Die Weltausstellung 1900 in Paris hält noch einmal das Rad der Geschichte an. Sie schafft sich eine Welt der Illusionen, die Traumwelt des Zuckerbäckers. Der neue Stil aber hat seine Wurzeln bereits überall. In Glasgow hatte 1897 ein junger Architekt den großen Wettbewerb für die Gebäude der School of Arts, der Kunstschule von Glasgow, gewonnen. Charles Rennie Mackintosh. Zu dieser Zeit ist Mackintosh knapp 30 Jahre alt und Mittelpunkt einer künstlerischen Bewegung, die modern, originell und fantasievoll entwirft und baut, wie kaum eine andere Gruppe in Europa. Der Glasgower Stil wird bald bekannt und imitiert. Die Fassaden, streng und plastisch, weisen direkt zu den Elementen der Bauhausarchitekten hin. Dem Innenraum wird das gleiche sorgfältige Interesse wie dem Baukörper selbst gewidmet. Mackintosh und seine Freunde sind Architekten, Maler und Designer in einer Person. Der Wunsch nach Heiterkeit und frischer Luft, der jetzt überall zu spüren ist, lässt auch sie die Ausdruckskraft der Linie entdecken. Eine neue Askese, eine neue Schönheit, einen neuen Stil. Modern Style, Art Nouveau, in Deutschland Jugendstil genannt. Europa stürzt sich gemeinsam in das Abenteuer des Jugendstils, doch die künstlerischen Ereignisse spielen sich zunächst in kleinen Zentren ab. Darmstadt, 1899. Das Ornament wuchert. Auf der Darmstädter Mathildenhöhe gibt der hessische Großherzog Ernst Ludwig sieben Künstlern Gelegenheit, ihre Idealvorstellungen von Wohn- und Atelierbauten zu verwirklichen und sie nach ihren Ideen einzurichten. Die Darmstädter Künstlerkolonie, angeführt von dem Wiener Architekten Josef Maria Olbrich und dem Deutschen Peter Behrens, tut den ersten Schritt im Jugendstil vom Kunstgewerbe zur Architektur. Bei seinem eigenen Haus lässt Peter Behrens die zarten Kurven des Jugendstils bereits härter werden. Das Haus ist knapp und einfach in den Formen und von der Lampe bis zur Türklinke vom Architekten selbst ausgestattet.
Behrens ist, wie viele Jugendstilkünstler und wie schon die Schotten in Glasgow, Plastiker, Maler, Designer und Baumeister in einer Person. Auf der Darmstädter Mathildenhöhe stellt sich in diesen Jahren das wichtigste Experiment des Jugendstils einem erstaunten Publikum vor. Man ist am Ende des 19. Jahrhunderts angelangt. Keine Zeit ist mehr zu verlieren. Der Wunsch nach einem neuen Stil ist immer größer geworden. Man will einen in keiner Weise schon vorgeplanten und vorgeformten Stil schaffen. Der Jugendstil erfasst die gesamte Umgebung des Menschen. Er wird für ein bis zwei Jahrzehnte zur modischen Weltanschauung. Schnörkel, Kurven und Blumendessins sollen auf Lampen, Türklinken und Essbestecken, auf Blumenvasen, Leuchtern und Stuhlbeinen den neuen Drang zur Natur ausdrücken. Ein neues Schlingwerk von Ornamenten überwuchert die Konstruktion. Das ist zwar oft gefällig und reizvoll, im Ganzen aber ohne weiterführende Kraft und daher von kurzer Dauer. Der Jugendstil als Stil geradezu geplant, birgt von Anbeginn den Schein des Unnatürlichen, ja des Todes in sich. Sein Ruf wurde immer schlechter. Man hat über 50 Jahre gebraucht, um ihn zu rehabilitieren. Fast 50 Jahre, um zu erkennen, dass es sich hier um eine kurze, aber wichtige Durchgangsstation zur modernen Kunst, zur modernen Architektur handelt. Selbstverständlich erregt der Jugendstil auch die Maler. Sie malen symbolisch und dekorativ. Paradieslandschaften vor dem Sündenfall. Schöne junge Menschen, die vom Bösen dieser Welt nichts ahnen. Das moderne Wandbild des Jugendstils ist eine pathetische Allegorie. Der Jugendstil kann nur eine Übergangsphase sein. Ein Mittel, um für die Formen der Malerei, der Architektur, des Kunstgewerbes endlich Klarheit zu gewinnen. Initiator, Vorkämpfer und zugleich Überwinder des Jugendstils ist der Belgier Henri van der Velde. Er beginnt als Maler, aber die Malerei befriedigt ihn nicht. Mit der Nähnadel sucht er nach neuen Ausdrucksformen. Straßen und Menschen sehen in ihrer Maskerade so aus, wie sie es verdienen. Van der Velde will es besser machen. In seinem eigenen Haus Blumenwerf bei Brüssel verwirklicht er ab 1895 seine neuen Ideen, die Ideen eines Autodidakten, die in erster Linie der Vernunft entspringen. Sie verändern Einrichtung und Gerät ebenso wie die Kleider der Hausfrau. Van der Velde trägt außerdem Sorge, dass Tomaten stets auf grünen Tellern serviert werden. Er gibt sich erstaunlich früh Rechenschaft darüber, dass ein modern denkender Mensch sich im Widerspruch zu den zusammengestohlenen historischen Stilen der Fabrikanten, Entwerfer und Architekten befinden muss. Der Tradition der Nachahmung stellt er die Tradition der Kraft, der Intelligenz gegenüber. In den eigenen Werkstätten findet er die Form, das ursprüngliche Aussehen eines Stuhls, eines Schrankes und eines Schreibtisches wieder. Wenn man in seinen Silberbestecken das vereinfachte Prinzip einer Kohlenschaufel sieht, dann empfindet er das als ein hohes Lob. Die magnetische Kraft, die für sein 95 Jahre langes Leben entscheidend gewesen ist, wirkt lange nach. Über die Kunst, die kommt, hatte van der Velde bereits gesagt, sie wird persönlicher sein als jede, die vorher war. Die Kunst ist zu Beginn des 20. Jahrhunderts nicht mehr gefällig und erbaulich. Sie bedroht und entsetzt den Menschen. Die Maler malen plötzlich keine erkennbaren schönen Landschaften und Figuren mehr, sondern geometrische Formen, abstrakte Kompositionen in schockierenden Farben und nennen es kubistisch oder dadaistisch. Dada ist das erste Wort, auf das eine Gruppe von Künstlern stößt, als sie wahllos ein Lexikon aufschlägt, um einen herausfordernden Namen für ihre Antikunst zu finden. Die Kunst ist im Aufbruch. In den Kunstzentren bilden sich die ersten Sezessionen. In München der Blaue Reiter mit Wassily Kandinsky, Paul Klee, Alexander von Jawlensky, Franz Marc und August Macke. In Dresden die Künstlergemeinschaft Die Brücke, die sich zur rigorosen Deformation, zum Expressionismus entschließt. Die Absage an gestern erfolgt auf allen Gebieten.
Die Probleme reichen von der Kaffeetasse bis zum Wohnhaus. Eine Gruppe von Fabrikanten, Architekten, Künstlern, Schriftstellern und Politikern schließt sich 1907 zum Deutschen Werkbund zusammen und versucht, Handwerk und Industrie miteinander zu versöhnen. Hermann Muthesius, aktivstes Werkbundmitglied, bejaht, ebenso wie Henry van der Velde, sein intimster Feind, die Existenz der Maschine. Die erste große Ausstellung des Deutschen Werkbundes 1914 in Köln zeigt in manchen hervorragenden Beispielen neue Möglichkeiten der Gestaltung für Handwerk und Industrie auf. Die Industrie reagiert positiv auf die Initiative des Werkbundes. Die AEG beruft 1907 den Architekten Peter Behrens als künstlerischen Berater nach Berlin. Das Ergebnis: von der Turbinenhalle bis zur Bogenlampe bekommt alles eine einfache, klare, logische Form. Peter Behrens beschäftigt in seinem Berliner Büro Männer wie Charles-Édouard Jeanneret, der sich später Le Corbusier nennt, Mies van der Rohe und Walter Gropius. Jene drei großen Architekten, von denen jeder später die Architektur unserer Tage entscheidend beeinflusst hat. Walter Gropius beginnt als erster. Er bewirbt sich 1910 um den Bauauftrag einer Schuhleistenfabrik. Und der Fabrikant Karl Benscheid überträgt dem unbekannten Anfänger Gropius tatsächlich Entwurf und Ausführung der Fabrikanlagen in Alfeld an der Leine. Die modernste, vorbildlichste deutsche Fabrik vor dem Ersten Weltkrieg entsteht. Im Lauf der Bauzeit muss Gropius öfter die Baupolizei als seinen Bauherrn von der Güte seiner gewagten Glasfassaden überzeugen. Ihm ist es nicht mehr gleichgültig, ob der moderne Fabrikarbeiter in öden, hässlichen, dunklen Industriekasernen oder in wohlproportionierten Räumen arbeitet. Stützen tragen Decken und Dächer. Die Außenwände können deshalb ganz aus Glas sein. Wieder ist es die Industrie, die sich neue Formen leistet und richtungweisende Beispiele gibt. Walter Gropius ist zu dieser Zeit 27 Jahre alt. Ich war mir dessen gar nicht bewusst. Ich habe immer versucht, einen ganz direkten Weg zu nehmen. Ich war schon ziemlich früh interessiert in soziale Probleme. Und ich dachte immer, dass der Architekt anfangen muss, den Menschen zu studieren, der das Gebäude benutzt. So war es also auch für mich doch die Frage, wie kann ich dem Arbeiter bessere Verhältnisse geben? Und bin ganz so objektiv Schritt für Schritt bei dem Entwurf dieser Sache vorgegangen. Ich bin mir aber durchaus nicht bewusst, irgendetwas ganz Besonderes zu machen. Ich wusste, dass das ein neuer Weg war, den ich da versuchte, aber ich war mir durchaus nicht irgendwie klar oder bewusst darüber, dass das eine Bedeutung haben würde. Doch was die Menschen bald darauf beschäftigt, ist etwas anderes als die Verschönerung ihrer Umwelt. Der Weltkrieg ist ausgebrochen. Der Konservatismus wird gestärkt, der Fortschritt hat es schwer. Nach dem Krieg muss neu begonnen werden. Wieder ist Walter Gropius dabei entscheidend beteiligt. Diesmal geht seine Initiative von Weimar aus. Weimar träumt noch von seinen großen Söhnen und Tagen. Es ist eine Kunstprovinz. Henry van der Velde ist seit Jahren künstlerischer Berater des Großherzogs. In diese thüringische Idylle bricht Walter Gropius mit revolutionären Ideen ein, die bald darauf zur Gründung des Bauhauses führen. Das Wesentliche war eigentlich, dass mir klar geworden war, dass ich etwas zu sagen habe auf diesem ganzen Gebiet, dass der Einzelne sich aber nicht durchsetzen kann, wie es Van der Velde versucht hatte, eine wirkliche Bewegung daraus zu machen, wenn er nicht in der Lage ist, eine Schule aufzubauen. Ich meine Schule im breiten Sinne, dass er eine Bewegung erweckt mit anderen zusammen, so dass es mehr als eine persönliche Äußerung wird. Diese Schule, die mehr als eine persönliche Äußerung wird, ist das staatliche Bauhaus. Van der Velde hatte als Leiter der herzoglichen Kunstgewerbeschule bisher lauter kleine Ausgaben von Van der Veldes erzogen. Walter Gropius will mit der überlieferten Kunsterziehungslehre, die auf der Imitation des Meisters beruht, nun gründlich aufräumen. 1919 war gerade eine provisorische sozialistische Regierung zur Macht gekommen. Das war für mich sehr glücklich. Denn ich hatte die Idee, ich wollte mehr tun, als man mir eigentlich anbieten wollte. Ich hatte während des Krieges eine Audienz bei dem Großherzog gehabt und man sprach nur von der Möglichkeit der Nachfolge von Van der Veldes Kunstgewerbeschule. Von der Akademie war gar nicht die Rede. Nach dem Kriege war aber die Akademie auch halb zerfallen. Sie hatten keinen Direktor mehr, Mackensen war ausgetreten.
Und da dachte ich, ich muss dieses Ganze haben und zusammenschließend etwas Neues daraus machen. So schlug ich der provisorischen Regierung vor, das Ganze zusammenzuschließen, und ich machte auch den Vorschlag, es umzunennen in das Bauhaus Hochschule für Gestaltung. Im März 1919 ist es soweit. Das staatliche Bauhaus, künftig eine Schule für Gestaltung, Architektur und Handwerk, empfiehlt sich den Studierenden. Sie kommen aus allen Teilen Deutschlands und Österreichs in die kleine Provinzstadt Weimar. Die meisten von ihnen waren eben noch im Krieg. Es erscheint ihnen sinnlos, nun wieder Salonkunst zu machen und Häuser kunstvoll zu entwerfen, so wie es die Lehrpläne der alten Akademien noch immer vorschreiben. Walter Gropius kann die ersten drei Professoren verpflichten. Den Schweizer Johannes Itten, den Deutsch-Amerikaner Lionel Feininger und den Berliner Bildhauer Gerhard Marx. Mit den ersten Lehrern kommt die neue freie Kunst ans Bauhaus. Am Bauhaus übernimmt Gerhard Marx die Leitung der Töpferei in Dornburg an der Saale, 25 Kilometer von Weimar entfernt. Marx hatte bisher archaisch strenge Skulpturen und keramische Gefäße gemacht. Johannes Itten hatte bereits eine eigene Methode der Form- und Farbschulung entwickelt. Und Lionel Feininger hatte seit Jahren aus den schlichten Dorfkirchen rund um Weimar großartige architektonische Visionen gemacht. Studenten und Lehrer, Lehrlinge und Formmeister vereinigen sich im Frühjahr unter dem Wahrzeichen des Bauhauses, dem Holzschnitt des ersten Bauhausmanifestes von Lionel Feininger, der Kathedrale des Sozialismus, dem Gesamtkunstwerk. Architekten, Bildhauer, Maler, wir alle müssen zum Handwerk zurück, formuliert Gropius das Bauhausprogramm. Es gibt keine Kunst von Beruf, es gibt keinen Wesensunterschied zwischen dem Künstler und dem Handwerker mehr. Ist jetzt auch Walter Gropius der Romantik verfallen? Ich wurde von Weimar aus engagiert, um dem Handwerk zu helfen. Das war die Tradition, die Wandefelde hereingebracht hatte. Die Macht der Handwerkskammer war sehr groß. Infolgedessen musste ich tarnen. Ich habe bewusst getarnt in meinem Manifest und allem mit einer Richtung aufs Handwerk. Das war notwendig, sonst wäre ich gar nicht unterstützt worden. Innerlich habe ich immer ein ganz klares Ziel gehabt, der Verbindung der künstlerischen Dinge des Entwurfs mit der Industrie. Jeder Studierende, und das ist neu, wird am Bauhaus in jedem Fach zunächst von zwei Lehrern unterrichtet, einem Künstler und einem Handwerksmeister. Der Unterricht beginnt mit einem sechsmonatigen Vorkurs, der obligatorisch ist für jeden, gleichgültig, ob jemand Kunsthandwerker, Industriegestalter, Architekt, Bildhauer oder Maler werden will. Die pädagogische Verantwortung dafür lag ganz bei Johannes Itten. Frau Itten, Johannes Itten war der Erste, der im Herbst 1919 mit seinem Vorkurs die eigentliche Lehrtätigkeit am Bauhaus eröffnete. Wie sah er diese Zeit selbst? Ich glaube, es war ein sehr positiver Anfang in Weimar. Er hatte die eigene Schule in Wien gehabt, hatte seine eigenen Schüler in Wien. Und jetzt an einer großen Sache mitarbeiten zu dürfen, war sicher ein sehr verlockendes Angebot. Er versuchte in seinem Unterricht stets den ganzen Menschen zu erfassen, zu bilden. Was bedeutete der Mensch für ihn? Er hat eine sehr große Menschenkenntnis gehabt und hat gespürt, der und der Schüler braucht das, dem muss ich das geben. Und damit hat er eigentlich ins Schwarze getroffen. Er hat den Schülern die Antwort gegeben auf die Fragen, die sie ihm stellten. Mein Mann war der Ansicht, dass ein Unterricht so interessant sein müsse, dass es jedes Mal eine Überraschung sowohl für den Lehrer wie für den Schüler ist. Dass die Unterrichtsstunde musste in dem Moment geboren werden, in dem Moment, wo er sie hält. Der Vorkurs bei Johannes Itten wurde zum eigentlichen Fundament des Bauhauses. Itten hatte in Wien pädagogische Erfahrungen gesammelt und stellte nun ein halbes Jahr lang nicht den Beruf, sondern den Menschen in den Vordergrund des Unterrichtes. Anneliese Itten, seine Frau, erzählt, wie stark Itten an der Intelligenz, dem Gefühl und der Fantasie seiner Schüler interessiert war und wie besessen er sie durch spielerische Übungen mit Materialien und Werkzeugen zu schulen versuchte. Unvoreingenommen ging man an die Arbeit. Das galt Itten als die wichtigste Voraussetzung für die künstlerische Erziehung junger Menschen. Um eine gestellte Aufgabe zu lösen, empfahl er, alles zu vergessen, was man bereits wusste. Jedes Problem wurde völlig neu durchdacht und angepackt. Der Erfolg des Vorkurses war groß. Itten war eine starke Persönlichkeit.
Vielen seiner Schüler erschien er wie ein Magier. 14 waren ihm von Wien nach Weimar gefolgt. Itten starb 1967 in Zürich. Bis in sein spätes Alter beschäftigte er sich mit Mazdasnan, einer persischen Heilslehre. Mit Atem-, Entspannungs- und Konzentrationsübungen leitete er schon im Bauhaus jeden Morgen den Unterricht ein. Später, in seinen letzten 15 Jahren, als der Maler Itten endlich zu seinem Recht kam, konnte er darüber lachen, dass er als junger Mann aus dem Bauhaus ein Kloster mit Heiligen oder doch wenigstens mit Mönchen habe machen wollen. Ende 1920 beruft Walter Gropius 3 neue Meister. Wieder sind es moderne Maler. Georg Muche, Oskar Schlemmer und Paul Klee. Der Schweizer Paul Klee, 42 Jahre alt, hat gerade seine erste große Ausstellung hinter sich. Sein Name und seine Bilder sind allerdings nur einem kleinen Kreis von Kunstfreunden bekannt. Georg Muche, mit 20 Jahren der jüngste Bauhauslehrer, hat seine abstrakten, farbigen Kompositionen bereits mehrmals in den vom Sturm veranstalteten Ausstellungen in Berlin gezeigt. Der 31 Jahre alte Stuttgarter Maler Oskar Schlemmer stellt die menschliche Figur in den Mittelpunkt seiner Malerei. Der Mensch gruppiert in den Raum, das wird Schlemmers lebenslanges Thema werden. In Weimar hatte Schlemmer bei Adolf Hölzel bereits Itten kennengelernt. Jetzt am Bauhaus sieht man sich wieder. Schlemmer hat soeben Helene Tutein, genannt Tut, geheiratet. Ihr schreibt er seine ersten Weimarer Eindrücke. Das Bauhaus baut nach einer ganz anderen Seite als erwartet. Es baut den Menschen. Schlemmers eigenes Bildthema. Im Oktober 1920 zählt das Bauhaus 78 männliche und 59 weibliche Studenten. Tut Schlemmer nennt sie eine tolle Jugend, gerade so wie heute. Bauhaus, das hieß nicht nur Lehren und Lernen, das war von Anfang an eine Lebensform, übervoll an Eindrücken, Erlebnissen, Begegnungen, Freundschaften. Freundschaften, die bis heute gehalten haben. Im März 1921 übersiedelte die Familie Schlemmer von Stuttgart nach Weimar. Lehrer und Studenten waren bald so etwas wie eine Notgemeinschaft. Nicht nur Malen und Unterrichten war wichtig, die Beschaffung von Heizmaterial, von Kleidungsstücken, von Stühlen und Skizzenblöcken wurde allen zum Problem. Die Weimaraner allerdings schüttelten den Kopf über das lose, bohemhafte Studentenvolk und seine obskuren Künstlerlehrer. Wie war der Anfang, Frau Schlemmer? Oskar Schlemmer notiert in seinem Tagebuch: Wollen viel, können nichts tun, weil keine Mittel und ergehen sich so in Spielerei. War das so? Ja, das war einmal so und einmal so. Je nachdem. Der Anfang war sicher nicht leicht, bis man wusste, in was für ein Fahrwasser man. Das heißt, man ist nie in ein Fahrwasser gekommen, man hat es immer gewechselt. Was trafen Sie an, als Sie nach Weimar kamen? Ja, wie ich kam, also 21, das war an Ostern, da war schon etwas da. Vorher war weniger da. Da gab es noch keine, oder man erzählte sich so, es gab nur Kisten, auf denen man saß und keine Stühle und so. Also es ist von vorne angefangen worden. Was machte eigentlich später den Weimaranern das Bauhaus so suspekt? Ah, das waren die Reaktionäre und alle, die keinen Spaß hatten am Modernen und die so deutsch waren. Und also da gab es ganz furchtbar viele Stimmen dagegen. Aber es gab auch welche, die wir gewonnen haben. Wie war das Verhältnis zwischen Oskar Schlemmer und Walter Gropius eigentlich? Oh, ich weiß nicht recht, wie ich das sagen soll. Jedenfalls hat Walter Gropius den Schlemmer geholt. Und sicher gab es übrigens mit allen, es gab immer Schwierigkeiten. Aber ich glaube, Oskar Schlemmer hat es besonders schwer gehabt. Ja, er hat es bestimmt nicht einfach gehabt, aber er hat es sich auch nicht einfach gemacht. Hat ihn Gropius verstanden? Ich glaube nicht immer, aber heute ist er wirklich. Überall, wo er spricht, spricht er auch vom Schlemmer. Dass die Weimaraner in den Bauhäuslern so etwas wie Zuchthäusler sahen und in ihren Werkstätten und Kunstlabors unheimliche Alchemistenküchen, das ist für die meisten, die dabei waren, eine heitere, schöne Erinnerung. Doch Erinnerungen trüben bisweilen den Blick für die Realität. Und der Bauhausalltag war nicht immer nur heiter und schön.
Noch ist der Lehrkörper und Meisterrat nicht komplett. 1921 kommt der Maler, Dichter und Theatermann Lothar Schreyer ans Bauhaus und 1922 der Russe Wassily Kandinsky. Mit Wassily Kandinsky, einem Freund Paul Klees aus den Münchner Tagen des Blauen Reiters, gelingt es Gropius, den Entdecker der abstrakten Malerei ans Bauhaus zu verpflichten. Mit der Berufung von Kandinsky verbindet Gropius gleichzeitig eine Neuverteilung der Werkstätten. Klee wird Vormeister für Glasmalerei, Kandinsky für Wandmalerei. Schlemmer für Holz- und Steinbildhauerei. Itten leitet, assistiert von Mucher, den Vorkurs. Schreyer übernimmt die Bühnenwerkstatt. Die Töpferei unter Marx, die Weberei unter Mucher bleiben bestehen. In der Druckerei des Bauhauses arbeitet Lionel Feininger. Es war nicht einfach, am Bauhaus zu sein und für sich selbst zu arbeiten. Oskar Schlemmer erstickte fast. Im Juni 1922 stöhnt er: Ich selbst komme vor zu vielerlei zu nichts. Aber Tut Schlemmer, die immer nur einen Maler haben wollte, hat es längst verziehen und begriffen. Es gehörte eben alles zusammen, die Bühne, der Tanz, die Malerei, das Bauhaus. Im Bauhaus sind inzwischen große, entscheidende Auseinandersetzungen im Gang. Schlemmer schreibt, das Bauhaus mit seinen Affären ist ein unerfreuliches, kompliziertes Ding. Frau Ittenwalter Gropius kam eines Tages in den Vorkurs und meinte, er könne die weltanschauliche Verbrämung des Unterrichts vor der thüringischen Regierung nicht mehr verantworten. Johannes Itten verließ daraufhin Weimar. Wie dachte er später darüber? Als er selber eine Schule hatte und Schulleiter war, hat er sogar oft gesagt, ich verstehe, dass Gropius das nicht weiter verantworten konnte. Er musste der Regierung gegenüber wirklich die Sache ganz verständlich halten. Außerdem hatte mein Mann später doch sehr viel größere Erfahrungen und auch weitere Einsichten in die Gebiete. Und außerdem hatte die Zeit geändert, sehr stark geändert. Er sagte immer, wenn ich heute hinstehe und ich würde Yoga-Übungen mit den Schülern machen, würde niemand etwas drin finden. Damals war es wirklich zu früh, es war 50 Jahre früher und es war viel zu neu und viel zu überraschend. Er hat es in einem jugendlichen Übereifer hat er gefunden, da liegt die Idee. Und es war sicher noch nicht ganz reif, damals schon den Leuten das zu geben. Itten wollte tatsächlich noch immer den Handwerker erziehen, dem Beschaulichkeit und Denken über die Arbeit wichtiger ist als die Arbeit selbst. Gropius wollte längst etwas anderes, nämlich den lebens- und arbeitstüchtigen Menschen, der in der Reibung mit der Wirklichkeit und der Praxis reift. Ittens Vorkurs wurde zur Grundlage des Elementarkunstunterrichts in aller Welt. Im März 1923 verlässt Itten das Bauhaus. Itten ging dagegen, dass die Werkstätten Modelle für Industrie machen sollten. Er wollte nur weiter laboratoriumartig arbeiten. Er ging nicht auf diese Linie, die ich hatte. Und daraufhin zog er sich zurück, weil ich sagte, nein, ich will meinen Weg weitergehen. Der Weg, den Walter Gropius jetzt weitergehen will, heißt Kunst und Technik eine neue Einheit. Die romantische Phase des Bauhauses ist zu Ende. Mit dem neuen Programm und dem 28-jährigen neuen Formmeister, dem Ungarn Laszlo Moholy-Nagy, kommt zunächst eine neue, fremde Welt ins Bauhaus, von der Studenten und Bauhausmeister sich gleichermaßen bedroht fühlen. Es ist richtig, dass verschiedene von den Malern mit meiner Überzeugung Kunst und Technik eine neue Einheit nicht ohne weiteres einverstanden waren. Aber ich habe mit Absicht diese Dinge offen gelassen. Es wäre falsch, dann immer mit irgendwelcher Gewalt eine Entscheidung herbeiführen zu wollen. Im Gegenteil, diese Dinge sollten durch die Zeit und durch die gegenseitige Arbeit sich allmählich lösen, aber nicht durch irgendwelche Dekrete. Die thüringische Regierung fordert bereits im Sommer 1923 einen ersten Rechenschaftsbericht. Politische Gegner des Bauhauses sind seit langem der Meinung, dass hier junge Menschen von kranken Geistern zu unnützem Tun irregeleitet werden. Vom 15. August bis zum 30. September 1923 findet die erste große Bauhausausstellung statt. Am Anfang der Ausstellung steht eine Bauhauswoche, die mit ihren Ausstellungen, Film, Theater und Konzertaufführungen Künstler aus aller Welt nach Weimar bringt. Am Horn, oberhalb von Goethes Gartenhaus, entsteht ein Modellhaus, obwohl Architektur am Bauhaus noch nicht gelehrt wird.
Doch das kubische Haus, an dem sich alle Werkstätten beteiligen, baut nicht Walter Gropius, sondern Georg Muchel. Wie kam es eigentlich dazu, dass ein Maler am Bauhaus zuerst Architektur plante und realisierte? Ja, das ist eigentlich ein ganz privater Fall. Ich wollte heiraten, ich machte mir Gedanken über die Art und Weise, wie man wohnen sollte, und hatte auf diese Weise einen Plan entwickelt für Haus und Wohnung. Und als dann diese entscheidende Sitzung am Bauhaus war, wo über die Ausstellung entschieden werden sollte, da hatte ich diesen Plan parat und ich trug ihn vor und er faszinierte diese jungen Menschen. Ich war ja auch ein junger Mensch damals. Und so begeisterten sie sich für diese Sache und bestanden darauf, dass dieses Haus gebaut wurde. Und sie arbeiteten mit, sie machten die Möbel, die Teppiche, die Einrichtungsgegenstände. Und so entstand das Haus am Horn, das dann auf der Ausstellung 1923 gezeigt wurde. Lehrer und Schüler arbeiten intensiv für diese erste große Ausstellung, die 5 Jahre nach dem Krieg in der Welt nicht ihresgleichen hat. In den Räumen des staatlichen Bauhauses wird der ganze Ausbildungsgang der letzten 4 Jahre, vom Vorkurs bis hin zu den Arbeiten der verschiedenen Werkstätten, einem größeren Publikum zum ersten Mal vor Augen geführt. Die ersten als Meterware gedachten Textilien kommen aus der Weberei des Bauhauses. Alle Werkstätten zeigen, wie leistungsfähig und individuell sie arbeiten. Man hat sich vom weltanschaulich durchdrängten Kunstgewerbe abgewendet und begonnen, Entwürfe für die maschinelle Vervielfältigung zu machen. Manches deutet bereits auf eine Revolution in der Formgebung hin. Marcel Breuers Möbel, Peter Kehlers Kinderwiege, Josef Hartwigs Schachfiguren und manches andere sind ein Beispiel für das Bemühen, die im Bauhaus gelehrte Farb- und Formtheorie mit der handwerklichen Praxis zu verbinden. Die Bauhausausstellung macht das Bauhaus zu einem internationalen Begriff. Aber die Schwierigkeiten haben erst begonnen. Noch ahnt niemand, dass das Bauhaus auch für seine künftige Arbeit keine günstigen Bedingungen finden soll. In den 14 Jahren seines Bestehens wird das Bauhaus insgesamt 3-mal geschlossen und 3-mal neu eröffnet. Zur Bauhausausstellung, so scheint es heute, malte Oskar Schlemmer in die Treppen und Flure der Schule den ersten Akt des Bauhausdramas. Der 2. und 3. Akt fanden nicht mehr in Weimar, sondern an anderen Schauplätzen statt. Die moderne Kunst hat ihre Geschichte, ihre Sagen und Legenden. Die deutsche Legende in der modernen Kunst heißt das Bauhaus. Und sie lebt nach 50 Jahren immer noch unter uns. Einige Jahre später. Das Bauhaus ist inzwischen ein Trendsetter. Von Weimar und ab 1925 von Dessau aus bringt es frische Ideen in die Welt. Es könnte also eine beispielhafte Erfolgsstory sein, wenn da nicht ein Aber wäre. Denn die neuen Designs und Konzepte sind nicht von allen gerne gesehen. Vor allem den Nationalsozialisten sind sie ein Dorn im Auge. 1933 beugt sich das Bauhaus schließlich dem Druck und schließt seine Pforten. Von neuer Energie und im Kampf gegen verkrustete Denkweisen handelt der nun folgende 2. Teil des Dreiteilers Bauhaus aus dem Jahre 1969. Das Bauhaus wollte keinen Stil oder ein Dogma. Es war eine Idee, eine lebendige Idee. Und wie es ist mit Ideen, wenn sie lebendig sind, sie entwickeln sich nur sehr langsam. Es dauert eine ganze Generation oder 30 Jahre, bis sich eine Idee wirklich verbreitert. Und das hat auch dasselbe fand statt mit dem Bauhaus. Unser Ziel war, dass wir versuchen wollten, wieder eine Einheit aller künstlerischen Tätigkeiten unter der Führung der Architektur herbeizuführen. Wir entwickelten ein neues System. Die Arbeit ging eigentlich wie in einem Laboratorium vor sich zwischen den Meistern und den Schülern.
Und die Imitation des Meisters durch den Schüler, wie üblich war, wurde von uns tabu erklärt. Stattdessen versuchten wir, eine Wissenschaft des Sehens aufzubauen, aus allen Tatsachen des physiologischen und psychologischen Lebens des Menschen fanden wir eine neue Wissenschaft des Sehens, die wir unseren Schülern aushändigten. Und jeder hatte sich selbst aufzubauen mit dieser neuen Kenntnis. Wir hatten Erfolg, wir wurden angegriffen, wir wurden kritisiert, wir wurden beleidigt. Wir wurden aus Weimar vertrieben, dann aus Dessau. Und schließlich, wie das Institut in Berlin landete, wurde es in 1933 geschlossen. Und wir hatten schließlich unsere eigene Heimat zu verlassen. Aber eine Idee kann nicht unterdrückt werden. Die Idee des Bauhauses lebte weiter und hat sich überall verbreitet in allen Ländern heute. Ich kann wohl sagen, dass hauptsächlich die Methode unserer Kunsterziehung von allen wesentlichen Instituten für Gestaltung, Architektur, Design aufgenommen worden ist und weiterentwickelt ist. Stuttgart, Mai 1968. Ausstellung 50 Jahre Bauhaus. 500.000 D-Mark hat sich die Bundesrepublik eine Sache kosten lassen, mit der man dem kulturellen Ansehen Deutschlands in der Welt Pluspunkte zu verschaffen hofft. Walter Gropius ist von den USA herübergekommen, um die Ausstellung zu eröffnen. Sie geht von Stuttgart aus 4 Jahre lang durch die Welt. Das Bauhaus ist ein Prestigeobjekt geworden, das man stolz herzeigt. Seine Geschichte stimmt eher traurig. Sie beweist ein gestörtes Verhältnis der Deutschen zur Kultur. Innen die geschminkte Historie, draußen vor der Tür die Wirklichkeit. Das Bauhaus ist in 14 Jahren 3-mal abgewürgt worden. Und eben als man das Gropius-Institut als Prunkstück deutschen Geistes groß herausstellt, werden dem Enkel des Bauhauses, der Ulmer Hochschule für Gestaltung, die Mittel entzogen. Studenten und Dozenten protestieren gegen diese Heuchelei des Staates. Sie fordern Diskussion. Die Minister weichen aus. Gropius stellt sich. Jedoch er hat nur schwachen Trost. Keine politische Aggression, rät er. Er weiß, wie sehr Vorurteile und bürgerlicher Widersinn kulturellen Initiativen entgegenstehen. Weimar, Heimat der deutschen Klassik, Geburtsstadt der ersten deutschen Republik. Das Bürgertum sah sich als Hüter hoher Werte. In die Provinzstadt war 1919 von Walter Gropius aufgerufen, ein keckes junges Völkchen gekommen, um ein neues Modell der künstlerischen Ausbildung zu erproben. Gropius hatte die Kunst aus dem Handwerk heraus erneuern wollen. Aber statt dem Handwerk diente das Bauhaus bald schon der Industrie. In Weimar mit seinem Klassikerkult duldete man das neue künstlerische Anliegen des Bauhauses nicht. Man gewährte nicht die von Schiller geforderte Gedankenfreiheit. Kunst und Technik eine neue Einheit, man lachte darüber. Als dann aber etwas daraus wurde, ärgerten sich die Spießer. Für sie war Kunst das Heilige, das ewig Schöne. Und Technik, das waren Schornsteine, Lärm und Dreck. Beide Bereiche sollten brav getrennt bleiben. Außerdem missfiel die forsche Haltung der meisten Bauhäusler. Sie wurden Sozis und Kommunisten genannt. Es gab Haussuchungen, Verleumdungen, Prozesse. Weimar stand auf gegen die fortschrittlichste Experimentierstätte des neuen Gestaltens. Denn die Bauhäusler, eben erst aus den Wirren des Krieges und der Revolution entlassen, machten Tabula rasa. Sie lehnten die Vergangenheit ab und suchten nach neuen künstlerischen und sozialen Lösungen für die Zukunft. Sie fühlten sich als die Elite einer, wie sie glaubten, besseren, freieren Zeit. Die Bauhäusler liebten die Kunst und das Leben. Die Bauhauskapelle spielte als einer der ersten deutschen Bands Jazz aus USA. Musik.
Wogen schlugen hoch, wenn es im Städtchen hieß, das Bauhaus feiert. Schauergeschichten von Unmoral und Ausschreitungen liefen um. Den Bauhäuslern gefiel das. Sie schockierten und legten es darauf an, zu schockieren. Sie wirkten wie ein Stück Berlin der 20er Jahre in die Provinz versetzt. Das waren Feste auf einem Vulkan. Das Jahr 1923 brachte den Tiefpunkt der deutschen Nachkriegszeit. Französische Truppen besetzen das Rheinland. Die nationale Reaktion verstärkt sich. Das geschwächte Reich versucht durch die Berufung Stresemanns der misslichen Lage Herr zu werden. Die SA marschiert markig in den Mythos des 9. November. Der Staatsstreich scheitert, aber Hitler wird zum Helden der Nation. Ende des Jahres ist die Mark praktisch entwertet. Das Volk drängt sich vor bankrotten Banken. Doch die deutsche Krise schlägt auf ihrer Höhe um. Amerika und England gewähren dem Weltkriegsverlierer Erleichterungen. Die Währung wird stabil, die Industrie erhält neue Aufträge, die Arbeitslosigkeit geht zurück und in der Kultur setzt Deutschland wesentliche Impulse. Einer der wichtigsten kommt aus dem Bauhaus, wo mit neuen Möglichkeiten der Kunst experimentiert wird. Die ersten Ergebnisse waren im Sommer 1923 in der Weimarer Bauhausausstellung gezeigt worden. 15.000 Besucher aus aller Welt hatten sie gesehen. Ihr Motto hieß Kunst und Technik, eine neue Einheit. Europa diskutierte diese revolutionäre Idee. Große Umwälzungen beginnen meist im Kleinen. Frühe Bauhausprodukte, Vorboten einer neuen Epoche des Geschmacks. Das Bauhaus wusste, wer Kunst im technischen Zeitalter machen wollte, musste erst einmal die Materialien kennenlernen. Es schickte deshalb die Studenten in einen Vorkurs, wo sie monatelang Materialstudien trieben. Ein weiterer Bauhaus-Lehrsatz: Wer die Technik verstehen will, muss ihre handwerklichen Voraussetzungen beherrschen. Zweite Stufe am Bauhaus deshalb die Ausbildung in einer Werkstatt. Erst nach abgeschlossener Handwerksausbildung wurden die Studenten an eigene gestalterische Aufgaben herangelassen. Dies sind erste Ergebnisse. Produkte in Holz, Metall, Stoff. Sie wirken durch gute handwerkliche Verarbeitung und zweckmäßige Gestaltung. 1923 erschienen diese Gegenstände radikal neu. Heute sind sie gang und gäbe. Das Bauhaus wollte zunächst keine Künstler ausbilden, sondern Industriegestalter. Aber zu dieser Ausbildung zog es bekannte Künstler heran. Sie wirkten klärend und anregend. Sie setzten die Maßstäbe, an denen das Bauhaus sich ständig selbst zu messen hatte. Die Jüngeren, die das hören, dass man Klee gekannt hat und Kandinsky gekannt hat und Feininger, ja, für die sind das solche klassischen Größen, dass das beinahe unglaubhaft wird. Ich finde es ganz außerordentlich und eigentlich auch bedeutsam für die innere Wirkung des Bauhauses, dass alle, die damals dabei gewesen sind, sich noch heute auf irgendeine Weise verbunden fühlen, weil sie ähnliche Erlebnisse mitgemacht haben, die man eben nur mitmacht, wenn man in einem Kreis von bedeutenden Menschen als Schüler anwesend gewesen ist. Paul Klee war 41 Jahre alt, als er 1921 in Weimar seine erste Lehraufgabe erhielt. Walter Gropius hatte ihn berufen, weil er sich von der ungegenständlichen Malerei Anregungen für Architektur und Design erhoffte. Für Klee sollte Kunst nicht mehr die Natur kopieren, sondern aus sich selbst eigene Bildwelten aufbauen. Er lehrte diese Idee als Formmeister der Glasmalerei und der Weberei und er machte sie zur Grundlage seines stark besuchten theoretischen Unterrichts. Klee wirkte streng und geheimnisvoll, sein Spitzname »Der liebe Gott«. Gropius nannte ihn die letzte moralische Instanz des Bauhauses. Ein anderer Meister der ersten Stunde, Lionel Feininger. Mit diesen karikativen Bildern hatte sich der Deutsch-Amerikaner Beachtung verschafft. 1919, als Feininger ans Bauhaus kam, war er von allen Meistern der bekannteste. Walter Gropius machte ihn zum Formmeister der Buchbinderei und Druckerei. Dies sind Bucheinbände der Feininger-Werkstatt. Feininger war 14 Jahre lang Lehrer am Bauhaus. 1936 hingen seine Bilder in der Ausstellung Entartete Kunst. 1937 kam er mit $2 in der Tasche in New York an. Er war 66 Jahre alt und stand vor dem Nichts. Yeah, right.
never slam the child. They thought he never cared. Cambridge, Massachusetts, 1968. Ähnlich hektisch mag es 1923 in Weimar zugegangen sein. Nur spielte man damals nicht Beat, sondern Jazz. In Cambridge, einer der Studentenhochburgen der USA, lebt Lux Feininger, der jüngste Sohn des Bauhausmeisters. Er ist auch Maler, aber ohne die Erfolge seines Vaters. Lux studierte am Bauhaus in Dessau und Berlin. Er kennt die Motive, die seinen Vater ans Bauhaus zogen. Ich glaube, dass das größte Interesse da an der Neuheit der Idee lag. Vor allem auch der Umstand, dass die frühen Studenten, die ans Bauhaus kamen, gleich nach Ende des Ersten Weltkrieges, sich für die Richtung in der Malerei interessierten, die meinem Vater selbst alles bedeutete und die er einfach Expressionismus nannte. Nach verhältnismäßig kurzer Zeit entwickelte sich das Bauhaus in eine Richtung, die der Malerei nicht direkt günstig zu sein schien. Und mein Vater hat aber doch sehr viele von den jungen Studenten beeinflussen können und vor allem auch ermutigen können. Lionel Feininger stand hin und her gerissen zwischen Bewunderung und Zweifel im Bauhaus. Seine Musikabende waren ein Anziehungspunkt. Er stellte das Musische über das Rationale. Kunst war für ihn der Technik überlegen. An die Möglichkeit, beides zu vereinen, glaubte er nicht. Auf den Spuren des Bauhauses. Ankunft in einer Stadt, deren Namen man nicht zu nennen braucht. Jeder kennt sie durch ihre Bauten, durch ihre Menschen, durch ihr Flair. Vor dem Narzissmus fliehend kam der Bauhausmeister Wassily Kandinsky 1933 nach Paris. Am Seineufer bei Neuilly mietete er sich ein. Hier arbeitete Wassily Kandinsky, der Begründer der abstrakten Malerei. Alles liegt unberührt, so wie er es 1941 bei seinem Tode hinterlassen hat. Mit einem Aquarell begann die neue Epoche der Kunst. Erste abstrakte Formulierung 1910. Mit ähnlichen Bildern wurde der ehemalige Rechtsanwalt erfolgreich. Später malte Kandinsky geometrischer. Seine Bildarchitekturen erregten die Aufmerksamkeit von Walter Gropius. Er berief Kandinsky 1922 ans Bauhaus. Sein Einfluss bewirkte die Abkehr von der expressionistischen Bauhausphase und die Hinwendung zu einem technologisch orientierten Gestalten. Kubus, Dreieck, Quadrat. Symbole der Kandinsky-Malerei wurden zu den Bauhaus-Symbolen. Die Anhänger der Gegenständlichkeit wurden in die Opposition gedrängt. Kandinsky blieb dem Bauhaus bis zur Auflösung treu, auch er oft zweifelnd an der Richtigkeit der Bauhaus-Ideen. Es war eine Stärke des Bauhauses, dass es in ständiger geistiger und formaler Auseinandersetzung seinen Weg ging. Es wurde erfolgreich, weil es Gegensätze verkraften, weil es geniale Persönlichkeiten unter seinen Willen stellen konnte. Das Bauhaus hatte mit dem Ruf »Zurück zum Handwerk« begonnen und viele waren ihm gefolgt. In dem Saalestädtchen Dornburg bestand unter Gerhard Marx 6 Jahre lang die Bauhaustöpferei. Ihre Produkte brachten die ersten Verkaufserfolge. Gerhard Marx lebt heute als Bildhauer in Köln-Müngersdorf. Er spricht nicht mehr gern über das Bauhaus. Für ihn war und ist der Mensch Inhalt der Kunst. Er verehrt die griechische Klassik, die deutsche Romanik. 1925 verließ Gerhard Marx das Bauhaus. Er machte die überall in Europa spürbare Entwicklung der Kunst zum technologisch Abstrakten nicht mit. 1919, Oktoberrevolution in Russland. Die alte Kultur wurde zerstört. Kunst sollte fortan nicht mehr Luxus für Reiche sein. Die meisten Künstler stellten sich in den Dienst der Revolution, die allerdings nur für kurze Zeit die bürgerlich-traditionellen Werte ablehnte und an ihre Stelle die sachlichen Normen der wissenschaftlichen Zeit setzte. Am Anfang der neuen russischen Kunst steht Kasimir Malevich. Sein schwarzes Quadrat von 1915 sagt aller Tradition Lebewohl.
Kunst wurde Konstruktion, wurde Wissenschaft. In Holland entwickelte fast gleichzeitig die Stylegruppe einen streng geometrischen Stil. Eine Ernüchterung im Künstlerischen begann in vielen Ländern. Walter Gropius wollte einen Vertreter des neuen sachlichen Stils ans Bauhaus ziehen. Gegen die bekannten Konstruktivisten van Doesburg und Elisicki entschied er sich für den unbekannten Ungarn László Moholy Nagy. Dieser hatte die russische Revolutionskunst in Berlin kennengelernt. Sie faszinierte ihn. Moholys Bilder sind extremer Konstruktivismus. Durch ihn angeregt, vollzog das Bauhaus den Schritt vom Kunstschönen zum Technischschönen. Eine neue Epoche der Kunst begann. Aber das Bauhaus geriet in stilistische Abhängigkeit. Ich sehe die Entwicklungen der Welt immer als große Ströme an. Wenn Sie einen großen Fluss haben, der hat Nebenflüsse. Und die Nebenflüsse fließen in den großen Strom. Und das Endresultat in dem großen Strom ist von allen diesen Nebenströmen auch. Genauso geht es in der geistigen Wegentwicklung ebenso. Und natürlich war das Bauhaus im höchsten Maße interessiert, was die Stylegruppe in Holland tat unter Doesburg und dann der Konstruktivismus in Russland, wurde alles sehr lebendig debattiert im Bauhaus. Moholy Nagy leitete die Metallwerkstatt. Nach Ittens Weggang übernahm er den Vorkurs und erhielt damit den größten Einfluss auf die Ausbildung der Studenten. Moholy wollte mit mechanischen Mitteln Kunst erzeugen. Die Vorkursarbeiten sind jetzt meist Stabilitäts- und Gleichgewichtsübungen. Entpersönlichung ist ein Schlagwort der Epoche. Man misstraut den Gefühlen und fordert Klarheit. Moholy wird zum radikalsten Vertreter der neuen technologischen Richtung am Bauhaus. Moholy behauptete, seitdem er da wäre, durfte man nicht mehr so machen wie Klee. Er war aber eigentlich nichts weiter wie ein tüchtiger Gebrauchsgrafiker und ein guter Fotograf. Eine sehr komische Geschichte ist ja die, dass als ich das letzte Mal bei Kandinsky war, in Neuilly, da kam das Gespräch auch auf Moholy Nagy. Und da sagte er ganz begeistert, ach ja, Moholy, den hasse ich. Im Bauhaus spiegeln sich die geistigen Kontraste der Zeit zwischen den beiden Kriegen. Der Kampf, gegenständlich oder abstrakt, wurde hier ausgetragen. Frühe Bilder des Bauhausmeisters Georg Muche. Er lebt und arbeitet in Bad Schachen am Bodensee. Muche hatte als erster Deutscher seine Malerei mit abstrakten Kompositionen begonnen. Das war 1913. Mit 21 Jahren war er durch seine Ausstellungen in Berlin bei Herwart Walden bereits ein bekannter Maler. Walter Gropius berief Georg Muche 1919 als Formmeister der Weberei ans Bauhaus. Ich habe abstrakt begonnen, aber ich konnte nicht abstrakt bleiben, weil ich eine sehr starke Beziehung habe zu dem Kreatürlichen und zu dem Menschlichen. Und in der abstrakten Bildwelt konnte ich das nicht zum Ausdruck bringen. Ich musste also das Kreatürliche wieder hereinnehmen in das Bild. Und das war an sich ein sehr schwieriges Problem. Und das hat mich beschäftigt bis zum heutigen Tag. Muche entschied sich für die Gegenständlichkeit. Das war unzeitgemäß, vielleicht ein Ausdruck des Protestes gegen den technischen Rationalismus des Bauhauses. Heute urteilt Muche. Zunächst einmal begegnete ich dem Bauhaus skeptisch. Als ich aber merkte, auf welch breiter Basis es entwickelt werden sollte, da wurde es für mich zu einer großen Faszination. Und nicht bloß deshalb, denn am Bauhaus trafen sich ja Menschen, die zueinander die freundschaftlichen Beziehungen hatten. Und es war nicht nur das, sondern es war die Eigentümlichkeit, dass dort auch gegensätzliche Meinungen gegeneinander stehen konnten und man fand dann schließlich doch eine Formel, in der sich das Widersinnige auflöste. Und die Bedeutung des Bauhauses, ja, die wird eigentlich dadurch bewiesen, dass es sich so weltweit ausgebreitet hat als Idee und als Vorbild. Der Maler Georg Muche hat sich am Bauhaus zuerst als Architekt betätigt. Zur Bauhausausstellung 1923 baute er das Versuchshaus am Horn.
Ein Jahr darauf verkaufte er ein Bild von Picasso und reiste mit dem Erlös zu Architekturstudien in die USA. Er entwarf dann dieses Hochhaus, das erste am Bauhaus. Dort hatte es 7 Jahre lang keine Architekturabteilung gegeben. Eine Studentengruppe um Muche und Marcel Breuer trieb Architektur auf eigene Faust. Muche verkörpert den Geist des ständigen Suchens und Experimentierens, durch den das Bauhaus berühmt wurde. Er trennte sich schließlich vom Bauhaus, weil ihm die Kunst wichtiger erschien als die Dienerrolle des Industriegestalters. Er malte wieder. Kunst ist der Wirklichkeit immer überlegen, sagt er. Die Realität der 20er Jahre scheint diesen Satz allerdings zu entkräften. Die braune, marschierende Masse trieb das Bauhaus vor sich her. 3-mal zertraten nationalistische Banausen, was Walter Gropius und die Seinen aufbauten. Wo Hitler siegte, musste das Bauhaus gehen. Es war als staatlich geförderte Schule von der jeweiligen Regierungskoalition abhängig. Am Bauhaus vollzog sich deshalb jahrelang, was anderen Künstlern erst 1933 geschah. Es wurde von den Nazis angeprangert und schließlich vertrieben. Zuerst aus Weimar. Im September 1924 wurde den Bauhausmeistern vorsorglich gekündigt. Trotz starker Proteste fortschrittlicher Menschen gab es bei der thüringischen Landesregierung keinen Pardon. Gropius löste das Weimarer Bauhaus auf. Doch andere Städte boten Asyl. Das beste Angebot kam aus Dessau. Größere Mittel und die Möglichkeit, eigene Gebäude zu erstellen. Im Herbst 1925 zog das Bauhaus in die sozialistisch regierte Stadt. Ein Jahr später stand bereits der Bau, mit dem Walter Gropius einen Höhepunkt der europäischen Architektur erreichte. Das Gebäude ist nicht mehr ein einziger Baukörper, sondern ein Ensemble verschiedener Bauteile, die in Höhe, Volumen und Form differieren. Gropius schafft Trennungen entsprechend den einzelnen Gebäudefunktionen. Lärmzentren sind durch Verbindungstrakte weggerückt von Ruhezentren. Die Einheit in der Vielheit ist das Ziel. Es ist in Dessau klar erreicht. Am 4. Dezember 1926 wurde das Dessauer Bauhaus eingeweiht. Hauptattraktion der Feiern, die Bauhausbühne. Über 1000 Prominente aus Kunst, Politik und Wissenschaft waren gekommen. Gropius widmete in seiner Rede die Bauten der Jugend, die einst das Gesicht unserer neuen Welt prägen soll. Die Jugend erhielt jetzt auch am Bauhaus eine wichtigere Rolle. 6 ehemalige Gesellen waren nach gründlicher, handwerklicher und künstlerischer Ausbildung zu Meistern ernannt worden. Die Trennung von Werkstatt und Formmeister fiel jetzt weg. Die Jungmeister waren beides. Josef Albers erhielt den Vorkurs. Er wurde zum wichtigsten Lehrer der folgenden Jahre. So brachte das Dessauer Bauhaus auch im Bereich der Pädagogik die Erfüllung eines Ziels, das sich Walter Gropius 1919 gesetzt hatte. Es war nun fähig, alle durch die Industrie gestellten Entwurfaufgaben zu lösen. Aus kleinen Anfängen war eine Hochschule für Gestaltung geworden, aus Meistern Professoren. Trotzdem blieb die alte Vertrautheit. Studenten und Professoren feierten zusammen ihre Feste und die landauf, landab bekannte Bauhauskapelle spielte weiter ihre damals rebellischen Rhythmen. Feste waren für Walter Gropius ein bewährtes Mittel, um Missstimmungen auszuräumen und neue Kräfte freizumachen für die Arbeit. Zwischen 1925 und 1928 führte das Bauhaus eine große Werbe- und Kontaktkampagne.
Seine Kollektionen von Lampen, Möbeln und Gebrauchsgegenständen wurden erfolgreich. Immer stärker interessierte sich die Industrie für die Zusammenarbeit mit diesem Laboratorium neuer Formen. In einer eigenen Zeitschrift informierte das Bauhaus monatlich über die Entwicklung neuer Produkte. Die Presse Deutschlands und Europas schrieb häufig über die erste Hochschule für Gestaltung. Kunst und Technik, eine neue Einheit. Die Wichtigkeit und Zielstrebigkeit dieses Bauhausprogramms wurden weithin anerkannt. Täglich kamen in- und ausländische Besucher, um sich über die Arbeit und die Produkte des Bauhauses zu informieren. Sein Ruhm war gewachsen. Was hatte sich sonst seit Weimar geändert? Die Betonung war vielleicht nun noch mehr auf den Werkstätten, weil wir nun tatsächlich Fühlung mit der Industrie genommen hatten und fertig ausgearbeitete Modelle an die Industrie gaben, sodass sie vervielfältigt werden konnten. Und das war ja auf dem Designgebiet ein Ziel des Bauhauses gewesen, eine Befruchtung der Industrie von dieser Seite aus zu bringen, aber mit Leuten, die wirklich genügend vorgebildet waren, genug verstanden von der Industrie. Wir tauschten zum Beispiel Leute aus, dass Werkmeister von Industrien in unsere Werkstätten kamen, und wir haben Leute aus unseren